Rote Rosen Vorschau Folge 3706. Merle findet Gunther paralysiert am Bett der leblosen Dörte vor. Sie ruft Britta, doch sie kann nur noch Dörtes Tod feststellen und vermutet einen Herzinfarkt, was auch die Obduktion bestätigt. Gunther steht unter Schock und beginnt, sich Vorwürfe zu machen. Dörtes Tod hat sich angekündigt, doch die schwer lesbaren Symptome haben alle unterschätzt. Während Anke sich in ihre Trauer um Dörte fallen lässt, kann Sandra ihre Gefühle nicht zulassen, ist aber für alle anderen da. Matthias kann sie nicht an sich heranlassen und insgeheim fehlt ihr ihre beste Freundin Annette. Als Sandra sich komplett alleine fühlt, steht Annette plötzlich im Raum und Sandra ist für einen kurzen Moment erleichtert. Niki ist getroffen, als Finn sie vor Amelie kaum verteidigt. Als Finn die Wahrheit weiter zurückhält, will Simon das nicht dulden und schmeißt ihn aus der WG. Ben und Tina bereiten sich auf die Zeit vor. Malte ist glücklich, als Annette der Auszeit in Frankreich zustimmt, in der sie durch Bens Offshore-Job getrennt sein werden.